Dieser 73-jährige Mann hat sich seine Weihnachtstage herzlich versüßt. Doch nicht nur mit einer erfrischenden Coca-Cola-Flasche, sondern tatsächlich mit einem detailreichen Nachbau des Coca-Cola-Trucks. Er saß ganze 8 Monate an dem süßen Gefährt und stellt uns nun sein fertiges Baby vor. Bereits im Frühling begann er mit seinem Megaprojekt und wurde pünktlich zu den Weihnachtstagen fertig. Eine Straßenzulassung hat er für sein Cola-Auto zwar nicht bekommen, doch regelmäßig erwacht der Truck aus seiner Garage und wird zum Leben erweckt. Anwohner sind auch schon auf den Rentner aufmerksam geworden, der immer wieder gern stolz seine Arbeit präsentiert.